So, da sind wir also jetzt mal wieder hier in der Kammer der Kinder Omnicrons. Die wir ein nacheinander befreien müssen, um am Ende, ja, Omnicron selbst herauszufordern. Denn solange er sagt, ja, die Kinder Omnicrons hier noch gefangen sind, zusammen mit deren Wächtern, haben wir keine so guten Karten, um den Endkampf zu bestreiten. Okay, mal sehen. Noch 4 weitere Wächter und... Omnicron? Leute, hinter euch. What? Was zur Hölle? Bryce, wie ist das möglich? Weiß ich nicht, ich bin einfach ins Portal gegangen und hier bin ich. Merkwürdig. Vielleicht ist der echte Bryce... Nein, ich würde spüren, wenn ein echter Mensch das Chasma betreten würde. Dieser Mann wurde definitiv von einem Wächter erstellt. Oh Mann, mein Tag ist ruiniert. Zumindest scheint es nicht ihn dabei zu haben, oder? Nein, ich denke nicht. Ich werde euch helfen, wir müssen das ergründen. Wie ich gesagt habe, wir müssen noch 4 weitere Albträume besuchen, die von den Wächtern erstellt wurden, um die Kinder Omnicrons gefangen zu halten. Da ihr nun versteht, wie das funktioniert, könnt ihr euch aussuchen, wohin ihr als nächstes geht. Und welches Kind wir als nächstes in den Vortex schmeißen werden. Ein Ort, wo die Nexomon geboren werden. Und natürlich auch ein Ort ohne Rückkehr. Links findet ihr Grundas Kammer und rechts die Kammer von Fona. Auf geht's! Du kannst nun jeden Albtraum betreten. Yay! Fona, alte Socke! Jetzt bist du mal dran! Auch wenn sicherlich Grunda die interessantere Wahl jetzt gewesen wäre. Warte! Dieser Albtraum scheint nicht so gut gemacht zu sein. Was meinst du? Erinnert mich an das Chasma. Der Wächter dieser Welt hat sich nicht wirklich Mühe gegeben, oder? Stimmt, irgendwas muss schiefgegangen sein, als dieser Albtraum erstellt wurde. Schauen wir uns um. Naja, ich würde mal sagen, das reicht hier eigentlich schon als Albtraum. Und ansonsten... Okay. Vor ein paar Tagen wurde Meister Fenrir klar, dass wir alle in ein Gefängnis gefangen sind. Wir müssen mir helfen, den Wächter dieses Ortes zu besiegen. Sammel so viele Vorräte, wie du kannst, Kind. In diesem sogenannten Albtraum ist niemand sicher. Okay, er hat seine eigenen Minions, wie es aussieht. Und Fenrir hat aus irgendeinem Grund auch erfahren oder herausgekriegt, dass er in einen Albtraum steckt. Das wiederum sollte eigentlich nicht möglich sein. Nee, eigentlich sollte das nicht im Bereich des Möglichen sein, dass Fenrir das mitkriegt. Du bist ein Trainer? Dann sollst du da draußen sein und Lord Fenrir dabei helfen, den Wächter zu besiegen. Tja, ich mache mich da mal auf den Weg. Und nebenbei suchen wir noch weitere Nexomit-Stöcke. Naja, aber wenigstens werden jetzt so nach und nach die wilden Nexomon stärker. Aber nur um nochmal auf Nummer sicher zu gehen. Ich gehe nochmal kurz in den Anfangsbereich. Nicht, dass ich hier nun wirklich irgendwo ein Nexomit-Stück übersehen hätte. Also weiter im Text. Suchen wir jetzt einfach mal Fenrir. Und verstärken wir dann noch unser Team
weiter und weiter. Und überwinden unsere Grenzen. Oh, nett. Pinsatron. Hört sich schon fast irgendwie nach einem Auto, nach einem Transformer an. Oder auch nach einem Decepticon. So, wie sieht's jetzt hier aus? Weiteres Nexomietstück erhalten gleich. Und ebenso dann gleich auch Level 43. Hey, wer zur Hölle bist du? Ihr seid keiner von uns, ihr arbeitet für den Wächter. Oh, woher wisst ihr von den Wächtern? Ihr geht nirgendwo hin, Lord Fenrir wird uns alle befreien. Tja, jetzt nach längerer Zeit mal ein Nexomon-Kampf. Innerhalb eines Albtraums. Level 24, da scheinen die wohl jetzt um einiges stärker zu sein. Was ist das? Heiliges Mineral. Hat ja nicht gerade sehr viel gebracht. Och, nett. Ein mega seltenes Nexomon. Erinnert mich jetzt eher ein bisschen an Wolverock aus der Alola-Region. Und nächste Entwicklung. Hydrax entwickelt sich weiter zu Torex. Gut, mein Team ist also jetzt schon fast wieder so, wie es vor der Wiedergeburt war. Oh! Ist nicht merkwürdig, dass alle schreien, wenn sie besiegt wurden? Dafür werdet ihr bezahlen. Ich werde euch Lord Fenrir melden. Egal. Die Menschen dieser Welt wissen, was Wächter sind. Dieser Wächter hat echt Mist gebaut, nicht wahr? Das kommt irgendwie einem so vor. So, und jetzt haben wir erstmal das 21. Nexomit-Fragment erhalten. Und nach der Kammer von Fenrir gibt es ja insgesamt noch drei weitere Kammern. Werden wir dann die restlichen Nexomit-Fragmente dann finden? Müsste dann ja. Es müsste dann ja eigentlich ja so sein. In den nächsten drei Kammern müssten wir auch die restlichen 20 Fragmente finden. Alles Weitere wäre ja ein bisschen unwahrscheinlich, wenn es nicht so wäre. So, du bräuchtest ja immer noch das Schleudertrauma. Dann mal weiter im Text. Interessant sieht es hier drin schon aus, aber das sieht irgendwie nicht gerade sehr gefängnismäßig aus. Besonders, was hat eigentlich eine Mine mit Fenrir zu tun?
Naja, obwohl, das war ja sagt, der letzte Ort. Nein, das war der vorletzte Ort, wo wir gegen ihn gekämpft haben. Und ansonsten ist das hier auch ein feuriges Gebiet, also könnte es passen. Also irgendwie glaube ich, hier bin ich schon mal falsch. Weil das wäre jetzt sicherlich der direkte Weg zu Fenra. Fragment Nummer 22. Mal sehen, ist das hier eine Sackgasse? Ist das jetzt hier der richtige Weg? Ich weiß nicht, das könnte doch einfach bloß ein Verbindungsweg sein. Dass das Ganze jetzt eigentlich ja egal ist, welchen Weg wir genommen hätten, dass wir am Ende ja trotzdem hier längst gehen würden. Hey, das ist das Kind! Was soll das denn witzern, ey? Lord Fenrir hat keine Zeit, sich mit Kindern zu beschäftigen. Kommt schon! Meister Propper will's also mal wieder wissen. Nun denn, dessen Nexomon scheint aber schon mal ein bisschen besser zu sein. Nicht ideal besser, aber wenigstens schon mal etwas besser. Ich habe jetzt eigentlich auch ein bisschen zu viel riskiert. Aber so oder so Level Up. Lord Fenrir! Anscheinend sind die Kämpfe des Wächters stärker als wir dachten, ey. Die glauben echt, wir arbeiten für den Wächter. Aber warum wissen sie all das? Tja, spielentscheidende Informationen. Würde ich das mal nennen. Aber jetzt erstmal noch mal kurz mal schauen, ob der obere Weg wirklich der gleiche ist. Ich gehe einfach mal davon aus, es ist der gleiche Weg. Ja. Wie es zu erwarten war. So, und jetzt sind es gleich nur noch ein Level Up. Und schon ist unser Team fast wieder komplett entwickelt. Noch ein Level Up fehlt. Oh nö. Vivisaat entwickelt sich zuerst. Gut, Prismaser, du bist wieder da, aktiv. Und wenn du schon da bist, dann ist auch bald Kanagrios.
auch wieder mit am Start. Und unser Team ist dann wiedergeboren, voll entwickelt. Das müssten wir jetzt eigentlich wirklich noch in Angriff nehmen. Hier an der Stelle gab es dann sowieso auch kein weiteres Nexomit-Stück. Ob wir vielleicht die Nexomit-Teile vielleicht auch am Ende brauchen werden, um Omnicron wirklich zu besiegen? Es muss ja eigentlich ja wirklich irgendeinen Grund haben, weshalb wir die sammeln müssen. Und einzig und allein, weil die Dinger selten sind, kann es nicht sein. Das kann nicht die Antwort sein. So, die Solarfackel, die stärkste Fähigkeit von Kanagrios, wurde jetzt freigeschaltet. Gut, Kanagrios ist jetzt auch wieder da. Und damit ist unser komplettes Team wieder voll entwickelt. Wunderbar. Einfach nur wunderbar. Unser Team ist jetzt wieder vollständig. Maximal gelevelt. Was ist das? Eine Barriere. Gut. Jetzt kann es weitergehen. Oh nein! Dieses Feuer stammt vom Wächter dieses Albtraums. Nichts auf dieser Welt kann dieses Feuer löschen. Nur eine Person kann diese Art von Flammen kontrollieren. Wir müssen uns mit Fenrir treffen. Fenrir, er würde uns niemals helfen. Auch er ist in einen Albtraum gefangen. Höchstwahrscheinlich erinnert er sich nicht mal an euch. Kommt schon, ist ein Versuch wert. Wir kommen ohne seine Hilfe nicht weiter. Verstanden. Das ist also mal wieder das Endgebiet. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für die nächste Kammer würde ich jetzt einfach mal ganz stark vorpreschen. Hm? Wenn wir das Level von Grunde absolvieren, dann würde ich einfach mal die ganzen wilden Nexomon mal auslassen. Um mal zu sehen, wie stark wir da am Ende sind. Oder wie schwach wir dann auch sind. Aber andererseits, wenn ich dann so zurückdenke an Ziegler. Ne, da müssen wir jetzt eigentlich wirklich erstmal alle Nexomon mitnehmen, die wir hier finden können. Okay, dort oben befindet sich ein weiteres Nexomit-Fragment. Naja, und in Häuser können wir so oder so nicht reingehen. Wer ist das? Hey, wir können Fenrir noch nicht bekämpfen. Wenn wir das tun, wird der Wächter hier, ihn beschützen. Du bist das Kind, das mein Lakaien bekämpft hat, oder? Lass uns gleich zum Geschäftlichen kommen. Warte! Sie arbeiten nicht für den Wächter! Wie kommst du darauf? Ich weiß es nicht, mein Gedächtnis ist lückenhaft, aber ich erkenne ihre Gesichter, was bedeutet, dass sie keine Wächter sein können. So sei es. Matthew E. muss los! Na natürlich, Lord Fenrir!
Was war das denn gerade und warum scheint hier jeder für Fenrir zu arbeiten? Vor 3 Tagen bemerkte Fenrir, dass etwas mit dieser Welt nicht stimmt. Anscheinend ist es eine Art Gefängnis, er nennt es Chasma. Der Wächter muss seine Kraft unterschätzt haben. Die Gehirnwäsche war nicht stark genug und nun versucht er zu entkommen. Das ist gut, wir können Fenrir und den Wächter sich gegenseitig zerstören lassen. Was? Nein! Ihr müsst Lord Fenrir helfen, er wird uns alle befreien! Anscheinend hat Fenrir ihnen nicht die ganze Wahrheit erzählt. Lass uns gehen. Wir müssen den Kampf beobachten. Wenn wir Glück haben, besiegt Fenrir den Wächter alleine. Das wird sicherlich nicht geschehen. Da bin ich mir sicher. Und jetzt hätten wir auch schon mal Fragment Nummer 24. Und auch noch ein toughes Alpaka hier gesehen. So, Level 49, wir kommen. Und schon bald sogar Level 50. Oh, Kanagrios! Tschüss, Kanagrios! Tja, Fenrir? Bist gerade... Oh, er ist wirklich gerade dabei zu kämpfen. Du kannst mich nicht festhalten, kleiner Wächter! Deine belanglose Welt fällt auseinander. Und es wird nichts bleiben außer Asche und Staub. Oh, Fauna. Du hast deine Kraft verloren. Was gedenkst du gegen mich auszurichten? Ich weiß nicht, wie du es herausgefunden hast, aber mich herauszufordern war ein großer Fehler. Irgendwie hast du es geschafft, die Leute gegen mich aufzubringen. Was bedeutet, dass diese Welt neu erschaffen muss? Ach, das ist nicht gut. Wenn der Wächter diese Welt neu erschafft, werden wir auch gefangen sein. Was? Das war aber nicht der Plan. Mach was, mach was. Okay, ich kämpfe. So, Alter, jetzt komme ich. Schelle rechts, Schelle rechts. Adios, amigo. 4 Fäuste für ein Halleluja. Du bist das Kind. Jenes Kind, das unsererseits unsereins bekämpft, um unsere Gefangenen zu befreien. Aber warum? Warum kämpfst du, um diese Dämonen zu befreien? Und was seid ihr? Verschwinde! Okay, das ist jetzt nicht gerade sehr gut für ein Titelbild. Aber in diesem Falle ist es anscheinend egal. Dumme Sterbliche. Fauna und seine Geschwister verdienen ewige Gefangenschaft hier. Ihr vernichtet euch selbst. Wäre nicht das erste Mal in der Geschichte der Menschheit. Geschafft. Dieser Ort wird in Kürze kollabieren. Wir müssen Fenrir finden, bevor er entkommt. Und nächstes Mietstück. 25. Ja, ist der Sack nicht gerade ein ziemlich gutes Titelbild, aber... Oder kein so gutes Foto. Aber besser als nichts. Wusste doch, das Optische von Darin irgendwie bekannt vorkommt. Oh.
Na gut, weiter. Wir haben alle Nexomit-Fragmente höchstwahrscheinlich eingesammelt. Und jetzt Fona. Ugh. Ich erinnere mich. Tja, tja. Du bist halt tatsächlich ein richtiger Kämpfer. Fona, du weißt, ich kann dich nicht einfach gehen lassen. Ich werde deine Seele in den Vortex schicken. Ach, wie du willst, alter Mann. Ihr habt gewonnen. Die Menschheit hat gewonnen. Du willst das gleiche mit meinen Geschwistern machen, oder? Genau, wir müssen die Wächter zerstören, die das Chasma beherrschen. Das ist gut. Hey, Kind, komm her. Du wirst das hier brauchen können. Was war das denn jetzt? Das ist mein Vermächtnis. Verschwende es nicht. Mit dieser Kraft kannst du die Flamme ersticken, die Wächter in anderen Albträumen in die Welt gebracht haben. Benutze es weise. Und viel Glück. Danke sehr. 2000 Jahre Rivalität. Hey, wegen diesem Vortex-Dingens, von dem du gesprochen hast. Können wir es besuchen? Was, das meinst du nicht ernst, oder? Du sagtest, es wäre der Geburtsort der Nexomon. Vielleicht können wir dort seltene Monster fangen. Es gibt keinen Weg dort hinein und lebendig wieder hinaus zu gelangen. Also nein, ihr könnt dort nicht hinreisen. Nicht mal Miriam hat die Kraft, Menschen dorthin zu teleportieren. Wir müssen gehen. Unser Kampf gegen die Wächter ist noch nicht vorbei. Interessant, dass er Miriam erwähnt hat. Aber gut. Zwei Kinder des Omnicron wurden befreit. Fehlen also noch drei. Seid also auch im nächsten Part mit dabei, wenn wir Gründer der Erde in seinem Albtraum mal einen Besuch abstatten werden.